ein Jubiläum hat, dann wünscht man sich etwas und dieser Wunsch wird ja dann auch erfüllt. Und ich habe mir gewünscht, einen Star, eine Künstlerin, die ich sehr, sehr verehre, die auch schon oft im Blauen Bock war, mit der ich sogar zweimal ein Duett singen darf. Und sie singt ein Evergreen, aber auf ihre eigene Art. Und sie singt es zum ersten Mal im Fernsehen, im Blauen Bock. Der Wind hat mir ein Lied erzählt. Mireille Mathieu. Haben wir das erste Mal, das Publikum ist sogar aufgestanden für Mireille. Total. Ja, das finde ich großartig. Ja, ja, ist der Land nicht zeitnah. Ja. Okay. Wir haben eine so große Freude gehabt. Ich auch. Dass Sie kommen gerne in den Blauen Bock. Ich liebe sehr. Wen? Also ich meine, ja, gut, also ich meine, wir haben ja Duette zusammen gesungen, ja. Habe ich Französisch gelernt dabei, ja. Ich spreche dann sehr gut Französisch. Oui, oui, oui. Oui, très bien. Très bien, très bien. Comme ci, comme ça. Ich weiß noch, in der Schule habe ich gelernt, le bœuf, der Ochs, la vache, die Kuh, ferme la porte, die Tür macht zu. Ja, also, das waren meine ersten französischen Kenntnisse, die ich gehabt habe. Sein Lied, ein Evergreen, das Sarah Leander gesungen ja, hat, sehr das ist ja mit...
Ja, ein wunderschönes Lied. Es wäre mitunter etwas schwer, wenn eine Vorgängerin das gesungen hat, eine Eigenart geprägt hat, dann einen ganz neuen Sound dafür zu finden. Ja, das ist der andere Sound natürlich. Ja. Aber Salander, war, seine Stimme war so tief. So tief, allein. Ja. Mhm. Das war wunderschön. War sehr gut. War wunderschön. Der Bembe. 200. Blauer Bock. Oh, danke schön. Wir machen mal wieder ein Duett zusammen. Eine Güss machen. Eine Güss. Danke schön. Ja. Oliver. Danke. Oliver. Ja. Frau, wo waren Sie gestern? Sie waren aus mit Ihren Schwestern. Man hat Sie leider nachts gesehen. Verstehen Sie nun? Gnädige Frau, das sind schon Sachen. Sie brauchen gar nicht so zu lachen. Mit solchen Schwestern auszugehen, das dürfen Sie nie wieder tun.